Kann auch Balance drücken, um mit dem Stab spielen, oder muss man durchnehmen, haben zumal. Kannst auch Stab spielen, glaube ich. Stab geht auch. Willst du aber nicht. Du willst am besten Mainhand und Offhand, weil du halt ein Slot mehr hast für Corruption. Okay, so, fangen wir an mit dem Key. Warum heile ich wie? Habe ich die größte Auflösung? Wichtig ist, als Druide musst du wissen, welche Packs welche Art von Schaden machen und als Druide dann im Vorhinein prophylaktisch, vorbeugend die Gruppe hotten. Wenn du auf Damage Income reagierst mit Hots, wirst du nie High Keys halten können, weil dann wirst du spät sein. Mit Low Keys geht's, weil der Damage kommt rein, der HP-Pool derjenigen ist so hoch, dass das abfängt und bevor der zweite Tick oder dritte Tick durchkommt, mit deiner Reaktion, mit deinem Slow Ass, bist du trotzdem noch schnell genug. In High Keys reicht es nicht mehr, die müssen schon voll hotted sein, ich werde es euch gleich zeigen. Und wenn man das weiß, dann muss man auch wissen, dass man Druide nicht sofort spielen kann. So, was ist bei diesem Pack los? Wir haben drei Targets, eine davon macht Mental, der muss gekickt werden, Confessional. Es gibt einen, der Wildfire castet, der muss kaputt gemacht werden. Und der hier, der Juggernaut, der charged auf das weiteste, entfernteste Target und macht dann einmal seine AOE. Entweder stellst du dich hier oben hin, da ist er auf Snap-Position, dann will er dich zwar anchargen, aber macht es nicht, weil er dich da oben nicht erreichen kann. Oder du stehst so weit auf Range, dass wenn er charge, du genug Zeit hast zur Sidesteppen. So, ich bin noch immer in Katze, weil, das habe ich auch gerade erklärt, weil wenn du in Katze bist, macht dein Rake 100% mehr Schaden und Stunt. Why not? Also, wenn die Gruppe anfängt und du weißt, es kommt nicht sofort massiver Schaden rein, dann kannst du ruhig den Katze erstmal openen in Stealth. Mache ich auch hier, auf, ich glaube, auf dem Target. Zack, da, der Stun. 2 Sekunden noch, 1, jetzt ist er raus. Zweitens, ich weiß, was für ein Tank das ist. Tank ist der Demon Hunter. Demon Hunter Tanks sind am Anfang des Pulls super squishy. Ja, die droppen extrem low dann. Sobald sie sich da hinstellen und anfangen ihre Fragments zu generieren mit Soulmonger, mit allem möglichen, was du hast, dann dementsprechend den Absorb und den Selfie aufzubauen, kriegen sie am Anfang auf die Fresse. Und das ist ein Big Pull, das sind 6 Targets, wenn alle 6 gleichzeitig zuhauen, kann es wehtun. Das heißt, das erste, was ich mache, ist erstmal gucken, dass ich ihn ein bisschen hotte. So, was gebe ich ihm? Ich gebe ihm Lifebloom, das erste, was sowieso drauf sein sollte. Ich gebe ihm einen Reju, ich gebe ihm direkt eine Bark. Die Bark einfach, weil ich die Bleich nicht mehr brauchen werde und ich möchte ihn so safe haben, denn mein größtes Ziel ist es, Damage zu machen. Das heißt, ich gebe ihm jetzt eine Bark, damit ich mir mit dieser Bark eventuell 1 bis 2 Regrowth Hardcasts erspare, um 1 bis 2 GCDs frei zu haben für Katze. Also ist der Bark da fein. Er ist zwar, ich könnte ihn zwar wegheilen, ich möchte mir aber die Heilung ersparen und ich brauche sie gleich nicht. Bark ist drauf. So, dann haue ich sogar meine Dings drauf. Vitality. Conduit ist sie nicht. Wait a second. Habe ich meine Vitality Conduit nicht getrackt? Wow, 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 wow. Einen Moment, Boys. Das ist wichtig jetzt. Hier. Start a group. Da bin ich. Ist nicht drauf. Oh mein Gott. Why? 296230. Einen Moment. War nicht drauf. 1, 2, 3. Neue Zeile. 4. Bam. Bam. Das habe ich nicht angezeigt, so fein. Ja. Growth Tending auch noch. Ja, ich könnte noch mehr Hots, aber mehr als 6 brauchst du eigentlich nicht. Okay, gut, sorry. Weiter geht's. Also, da gibt's eine Vitality Conduit. Und Vitality Conduit entspricht circa, wie viel sind das? Also mittlerweile sogar fast 40k HPS, oder? 55k sogar, krass. 25.000 alle 0,5 Sekunden. Also 50k HPS Single Target. Der Dude hat jetzt Hots, Bark, einen fetten, fetten Vitality Conduit. Jetzt ist das safe. Ich glaube, ich mache noch einen Growth Tending, einen Swiftman drauf. Und dann gehe ich sofort in Katze, glaube ich. Ne? Legt noch eine Airflow hin für Good Measurement. Hab dann den Charge von ihm vernachlässigt. Und dann kommen einige Casts durch. Jetzt muss ich wieder doch heilen. Bin in Medium Range. Er wird gleich wahrscheinlich chargen. Und der wird mich fast töten. Das war ein. Und da habe ich dann angefangen zu erzählen: So, Moment, das kann sein, dass ich da Fehler mache. Ich wollte eigentlich in Katze gehen. Blöd, eigentlich hätte ich da hinten LOSen müssen, weil du kannst nicht viel Damage machen in der Gruppe. Es kommt zu viel rein, als dass du großartig was machen kannst. Außer. Sunfire oben halten. Ja? Habe ich einen Sunfire drauf? Ne, noch nicht. Ich bin noch gerade mit ihm beschäftigt. Jetzt müsste ich eigentlich einen Sunfire machen. Immer noch nicht. Ich heile mich kurz selber.
Sunfire, wo bleibt mein Sunfire? Ich bin immer noch mit Heilung beschäftigt, die sind schon tot. Ich hätte einen Sunfire machen müssen. Okay, ich werde jetzt nicht alles nur von diesem einen Pull analysieren, was falsch gelaufen ist, was hätte besser laufen können, auch mit Pull, Surges und Vortexes. Dafür nehmen wir halt mehrere Pulls. So, da ist der Assault, der hätte mich fast getötet, nicht so geil. Gut. Da, wir gehen rein. Dieser, wenn man reingeht, das ist der Blub. Als Blub auch da. Wisse, was kommen wird und dann reagiere entsprechend. Am Anfang passiert jetzt nicht viel, aber danach kommen vier Augen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass einer oder dass entweder alle jeweils ein Auge haben oder einer vier hat, etc. Wenn einer vier hat, ist es gut. Dann kannst du den sogar einfach dispellen und alle vier Augen, du hast sozusagen Mass Interrupt. Wichtig ist auch zu wissen, dass die meisten DDs sich auf irgendein Auge stürzen und einfach reinkicken oder stunnen. Also am Anfang ist es halt so eine Sache, entweder machen sie es oder machen sie es nicht. Wenn ich es nicht weiß, mache ich so ein Mittelding, ja. Ich hotte so ein bisschen und dotte auch so ein bisschen, aber ich mache nicht alles gleichzeitig. So, wir gucken erstmal. Ich gehe wieder in Katze, Katze wieder aus dem Stealth, mit einem 100% verstärkten Rake drauf, mache da auch noch einen Dot drauf, da auch noch einen Dot drauf, da hinten mache ich noch einen Rip drauf wahrscheinlich, I don't know. Und jetzt fange ich an zu heilen, ja. Ein paar Dots, ein paar Bleedings verteilt. Bleeds ist immer super kacke zu reapplyen, weil du erst in Katze musst und dann geht sie dir noch für den Bleed. Geh jetzt hin, gib dem Titan Slayer eine Swiftment, ist fertig und jetzt achte ich drauf. Den dispel ich oder hol ich ein Regrowth? Die E-Flow, habt ihr gesehen? Die E-Flow habe ich so gesetzt, dass es in Kite-Richtung ist. Ja, die E-Flow, weil ich sehe, dass er da am Rand an Kite-Karte stand in der Mitte. Ich habe erwartet, dass er den Boss hier in die Mitte zieht und dann dadurch, dass wir die beiden, das mache ich für Hunter zum Beispiel, ich sehe, dass er am Rand zieht, das heißt, ich applye hier beim Vorbeileben, zack. Ein Regrowth und bam, habt ihr gesehen? Da liegt die neue in die Laufrichtung, so dass wirklich auch der DD, der gerade da ist, die F oder der hier, seht ihr das? Dass er noch mit drin ist, während der darauf hätte oder wenn er hier steht, auch noch in der F-Low steht. Und das musst du ein Gefühl haben, je nachdem, dass du es halt so placed, dass es wirklich drin ist. So. Weiter geht's. Dispel habe ich noch ready, aber ich warte noch ab, wenn die gleich recasten, ob ich das da mit dispellen kann. Den zum Beispiel hätte ich dispellen wollen, aber der ist nicht in Range. Ich glaube, ich dispel den dafür. Hier muss ich langsam anfangen zu heilen, weil der ist nicht in Range, der ist ganz, ganz, ganz weit da hinten. Und das ist auch gut so, weil er die Exposes machen kann. Fehler von mir, ich hätte mich statt hier zu positionieren, da positionieren können. Es ist richtig von ihm, da hinten zu stehen und die Augen noch zu finishen. Ne? Weil wir haben nicht so viele Ranges. Wir haben keine Ranges, actually. Ne, deswegen renne ich zu ihm und dann wird er geheilt. Auch hier, nur ein Regrowth drauf. Ich spamme ihn nicht voll. Also, das ist ja das, was der Affe gerade falsch gemacht hat. Der hat dann Regrowth, 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 bis er voll ist. Machst du nicht. Das reicht aus. Die Initialheilung, um ihn zu saven von dem nächsten Mindflay-Tick, der in 0-3 kommt. Und dann noch der Haut selber, der vom Regrowth applied ist, plus Lifebloom sogar selber. Der ist safe. Ich brauche den nicht mehr retten. Und der Rest ist auch safe, weil passiert nichts mehr. Nur noch Titan Slayer braucht was. Wieso kriegt er dann noch eine Swiftman von mir? Das weiß ich nicht, war ein Fehler. Und da habe ich actually gefettfinger. Das ist auch das, wo ich sagte, hier, dass ich einige Fehler, die ich jetzt selber mache, das war einer der Fehler. Ich habe dann einfach Dings gezogen, weil alle, es war juicy, ja, aber es kam nichts mehr. Das war eine Trank, die völlig umsonst war. Es waren alle low, zum Toppen benutzt, Mana sparen eventuell, ja, statt jeden nochmal zu rejuvenaten. Aber in dem Pool hätte ich es eventuell mehr gebraucht. Aber gut, Fehler passieren, ich bin nicht perfekt, um Gottes Willen. Versuche auf alles zu achten, aber sowas, solche Fettfinger, vor allem wenn man so viele Klassen spielt, kann passieren, mein Gott. So, auch hier. Ich hotte ihn voll, gehe rein, gehe sofort ins Stealth, glaube ich. Nein, ich muss ihn hotten, damit ich ihn fight. Okay, dann muss ich ja wahrscheinlich dotten. Genau, dot. Sunfire ist immer das erste. Sunfire ist High Value. Und dann wieder Moonfire, seht ihr? Sunfire, Sunfire, Sunfire. Moonfire, 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 Sunfire. Und ich apply sogar nochmal Sunfire für den und dann refresh ich die auf die beiden. So, das nächste, was ich mache, ist eigentlich, das wird interrupted, perfekt. Das nächste, was ich hier machen kann, ist zu gucken, ob Titan Slayer genug Hots hat, als Tank derjenige, der eigentlich der Einzige ist, der hier Damage bekommt, genug gehottet ist. Da ist Fanatic Rage, kann gekickt oder gepurcht werden, aber auch wieder dasselbe Problem, der Juggernaut Charge auf das weit entfernteste Target. Und hier kann ich normalerweise hier hinlaufen und von hier oben drauf springen. Da ist ein Snap-Posi. Und dann wird er mich nicht chargen. Oder ich laufe nach hinten raus, stelle mich hier hin und wenn er mich dann ancharge, kann ich sidesteppen. Und ich glaube, in dem Fall wollte ich dahin, bin noch zu nah dran. Also ich will jetzt ungefähr gleich dahin laufen. Katze noch, da, bleed, bleed, bleed. Paar Hots noch hinterher. Auch hier, na, alle sind low. Das erste, was ich mache, Wild Growth into F-Low, glaube ich. Und da will ich hinlaufen. Hier will ich jetzt gerade hier hochlaufen und mache noch ein paar Hots, weil die gerade low droppen, weil die Kicks durchgehen ohne Ende. Mehr Bier hätte noch kicken können. Das war ein Problem.
Habt ihr gesehen? Weil das hier bin ich kurz LOS. Um da drauf zu springen, dauert 1-2 Sekunden. Und ich backpedal sogar, weil ich sehe, Moment, da kommen so viele Cars durch, die die Gruppe zerfickt. Kann ich nicht machen. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht oben bin. Und für den nächsten Charge, der jetzt ready wird, jetzt ist er ready. Und der charge mich und... So, was hätte ich machen können? Obviously, pre-hotten. Wenn ich weiß, die Cooldowns sind noch auf CD, jetzt kommen 1-2 Cars durch, hätte ich estimaten können, hätte ich pre-hotten können. Was hätte ich noch machen können? Ich hätte eine Vortex legen können in dem Moment, wenn ich es gesehen hätte. Ich hätte Typhoon können mit Charge. Also es ist nicht unspielbar, aber man kann nachvollziehen, warum ich da in dem Moment sterbe. Arandana als Mal. Kick einfach, bis ich das nächste Mal. Dumme Frage, was heißt LOS? Line of Sight. Line of Sight bedeutet, dass ich nicht in Sichtlinie bin und dementsprechend da steht dann, das Ziel ist nicht in Sichtweite. Dumme, genau. Jetzt auch Enrage runternehmen können. Jein. Enrage runternehmen hätte aber, wäre least effective, weil der Damage wäre ja trotzdem reingekommen. Nur nicht mit den 100%, ich hätte es überlebt, ja. Aber Enrage runternehmen kostet ein GCD, Vortex kostet auch ein GCD, dann lieber Vortex, das verhindert den Damage komplett, statt nur Enrage runternehmen, ja. Ich hatte CD laut deiner UI. Ja, jetzt schon, das war vorher noch, okay. Aber nur dazu, was dazu geführt hat und welche Prozesse einfach in dem Moment durch deinen Kopf gehen. Was will ich machen, warum mache ich es nicht? Was hätte man, was lernt man daraus, macht man für die Zukunft? So, da bin ich halt tot. So, bei dem Pull weiß ich, auch da, dasselbe nochmal. Hier habe ich wenig Möglichkeiten zu catleaven. Entweder kommen, sind es zu viele Casts, die durchkommen, die du wegheilen musst. Der Tank selber kriegt auch die Fresse, allein durch die Melee-Hits von so vielen Mobs. Und ich muss in Range stehen, damit ich nicht von dem Juggernaut, wenn ich irgendwie hier stehen würde, gemeliert werden würde. Und wir sind halt 4 Melees. Ja, ich bin der Einzige, der draußen stehen kann und sollte. Und dementsprechend bewege ich mich jetzt schon mal auf Max Range. Was ich jetzt mache ist, oder was ich machen will, ich will den Tank hotten. Ich will so viele Dots verteilen wie möglich. Als erstes Sunfire, damit alle schon mal Dot haben. Und dann so viele Moonfire wie möglich. Möchte dann einzelne Hots verteilen auf die Leute, die vom Wildfire angegriffen werden, weil wir nicht genug Kicks haben dafür. Und möchte selber gucken, dass ich safe bin, um den Juggernaut outzurangen. Das geht gerade in meinem Kopf vor. Mal gucken, wie wir es exekuten. Range ist schon mal fein. Ich bin hier hinten. Zack. Dann, Sunfire ist drauf. Ist fein. Ich fange schon an zu Moonfire. Ist auch fein. Der Tank selber hat nur eine Regio. Das wird nicht reichen. Mal gucken, wann ich anfange, ihn zu hotten. So. Bam, bam. Immer noch, immer noch, immer noch. Ich bin immer noch am Dotten. Immer noch am Dotten. Immer noch am Dotten. Alle haben Dot. Okay, jetzt fange ich an. Jetzt hat er... Okay. Wieso spiele ich schneller, als ich kommentieren kann? Der hat alles. Ja, er ist in dem Moment, ist er, der Tank ist voll, der ist auch der Einzige, der Schaden bekommen kann. Die Leute, die hier fällen dran, kann ich auch wegheilen, obviously, aber da in Highkeys ist es eh One-Shot, also muss man sowas entweder dodgen oder halt interrupten, was er auch daran in dem Fall tut. Ja, gut, aber die kriegen wahrscheinlich so ein Mitleids-Hot noch von mir, genau, eine Rejo, noch eine Rejo. Kriegen noch eine Mitleids-Hot von mir, damit sie, wenn sie denselben Fehler wieder machen, nicht mit 60% HP reingehen. Dann kommt die Explosives, kann sein, dass ich dort aufswitche und der Assault kommt jetzt, 0,1 Sekunden, sidestep ich das? Ja. Seht ihr das? Assault kommt, ich sidesteppe das automatisch, während ich versuche, die Explosives noch zu machen. Oder in dem Moment muss geheilt werden. Transfusion kommt. Hier die Explosive nehme ich ins Target. Arandana kriegt einen dicken Damage rein. Nächster Wildfire auf mich wird gecastet. Die sehe ich noch ganz kurz aus dem Augenwinkel, ob es auf mir geht. Ich glaube, in dem Fall bin ich auf Explosive. Es ist, ich muss halt super viel Pause machen und pro Frame 30 Jahre lang erklären, weil so viel passiert, actually. So, da mache ich halt einen Dot drauf, weil ich nicht weiß, ob die aus dem Augenwinkel erkennen werden, dass das Ding gleich hochgehen wird und noch irgendwie ein oder zwei Reaping Flames oder was draufhauen. Und wenn ich dadurch meine Dots das Ding auf 50% hau, statt auf 100 und dadurch, dass er stirbt, ist fein. Ich sehe auch gleich, dass ein gleichen, genau, wurde durch irgendwas kaputt gemacht. Da ist wieder ein Assault. Was mache ich mit dem Assault? Wait, warum gebe ich mir hier eine Innervate? Okay, Innervate plus mein Haste Trinket. Warum so late? Das fand ich gut. Achso, weil alle low sind, okay. Wenn man das in einem Frame guckt, dann kann man es verstehen eventuell, ja. Weil ich nicht wusste, dass sie... Ja. Alle waren low, ich war noch am Hotten und ich sehe, dass sie alle enragen und dann werde ich ganz, ganz stark regrowthen müssen die ganze Zeit. Und das möchte ich auch schnell machen. Das heißt, Innervate plus Trinket. Trinket ist auf GCD und dann pumpt den Shit out auf den Leuten, weil das wird obviously mit 100% stärker ticken. Titan Slayer hat keine Hots mehr, der ist Gefahr zu laufen, wenn die anfangen, Melee zu hitten. Deswegen ist das schon okay, hätte ich eventuell aber nicht gebraucht, weil die kurz am Sterben sind. In Hierarchies wäre das eine gute Entscheidung gewesen. So, Assault geht auf ihn, er kriegt noch einen Regrowth into Growth Tending, genau, ist perfekt. Ich habe einen Freecast, Clearcast für Nachwachsen, brauche ich nicht mehr, der wird gesoothed wahrscheinlich von mir. Ja, soothed, da ist es, Cooldown. Und gut ist, das war's.
Okay, so wurde das Pack gespielt. Auch nicht perfekt, es gibt immer noch Sachen, die man. Aber. Man ist nur so und so schnell als alter Mann. So, auch dasselbe nochmal. Ich gehe in Stealth, gehe nach vorne hin, damit ich so schnell wie möglich halt meine Dots applyen kann und meine Bleeds. Du hast ja zwei Bleeds und zwei Dots. Und dann passiert eigentlich nichts mehr. Was du machen musst, ist ungefähr 6 bis 0 Sekunden bevor sie anfängt mit dieser Transfusion, sammeln die Leute schon mal ihre Blutpfützen ein. Die Blutpfützen selber fangen schon an zu ticken und diese Transfusion selber tickt auch noch krass. Das heißt, wichtig für mich, A, dispel denjenigen, der den Magic Dot von Atuna bekommt. B, je nachdem, ob gekitet wird oder nicht, ob gestunt wird oder nicht, wurzel das Add. C, heil den Tank, weil wir, doch, wir haben zwar einen Purger dabei, ich weiß nicht, ob die purgen, diese Magic Claws, die viel Damage machen. Und D, pre-hotte, bevor die Transfusion losgeht. Das sind meine vier Aufgaben hier. Aufgabe 1, dotten. Da, ein Dot drauf, paar Kombo-Punkte aufbauen, 3, 4, da unten seht ihr meine Kombo-Punkte. Ja. 5 Kombo-Punkte, also was ich jetzt machen muss, ist die 3 drücken für Rip Apply. Mache ich's. Ja, da ist er, für 24 Sekunden. Gehe jetzt auf Range, weil ab jetzt habe ich mir nichts mehr zu suchen. Jetzt kann ich auf Range gehen und von hinten halt dotten, hotten, mir eine Kugel schon mal suchen und denjenigen dann wurzeln. Ich wurzel den so oder so, auch wenn ich weiß, das ist ein Midi-Range, der wird rausgeholt. Einfach für den Initial so. Ich würde den wahrscheinlich sogar durchwurzeln in dem Moment. Aber der wird gerade gestunt, also passt das. Da, ich wurzel nochmal. Weil es ist gerade nichts zu tun. Wenn der rauskommt, ich wurzel einfach durch. Titan Slayer kriegt auf den Arsch, der kriegt eine Swiftman hinterher. Gut ist. Arandana ein Debuff, wird sofort dispelled. So, das sind meine Aufgaben. Dispellen, Tank heilen. Ab jetzt muss ich anfangen, Port zu hotten. Ja? Mal gucken, ob ich es mache. Da. 1, 2, 3. Efflo rein. Selber in die Efflo reinlaufen. 4. Transfusion noch 1,2 Sekunden, bis es kommt. Efflo steht frisch. Ich laufe mit in die Efflo rein. Fast alle, bis auf der, haben Hot. Der hat jetzt auch einen Hot. Wild Growth hinterher. In dem perfekten Augenblick für den Initial Damage. Wild Growth heal drauf. Und die Leute sind meistens gehottet. Also. Randana kriegt Masti auf die Fresse, I don't know why. Ich glaube, der hat in dem Moment ein Thing von Beyond gefressen oder so. Aber das ist halt das, was du halt so ideal ausnutzen musst, dass du dich so gut auf Damage-Flächen vorbereiten kannst. Ich trinke erstmal was, weil ich nur am Labern bin die ganze Zeit. Doc, weißt du, wie ich im Moment gut an Ehrenabzeichen komme? Ehrenabzeichen? Braucht man, muss man dafür nicht Arena machen? Hab da zweimal gloried. Ist doch geil, dankeschön. Können wir den Boss überspringen, wenn wir einen DPS nicht sehen. So. Gut, und das war's. Ich hotte den wieder, der kriegt Mitleidshot und dann wird wieder Bleed applied. Da, da ist der Bleed. Ich gehe mit der Maus schon hier drüber, aber ich apply noch irgendwie Kombo-Punkte und hoffe, dass ich einen 5er Rake noch drauf, Rip noch drauf bekomme. Aber den werde ich sofort enttangeln, hier. Ja, weil ich nicht weiß, ob die Leute es dann oder hier ist eine Weihe, ob die die rausholt, aber ich mach's einfach. Besser als bevor du gar nichts machst, aber die wirbeln den voll rein. Oh, Pock. Im Spiel schneller sogar als mit Pause hier. Pass auf, was passiert. Katze mit Tigerstudy. Er wird entangled. Bam. Und ich sehe, das wird rausgeholt und geht sofort in die Pfütze. Bam. Tigerstudy, bam. Und dann, okay, er wird noch gestunt. Also gut, wir haben alle mitgearbeitet. Wenn er nicht gestunt worden wäre, wäre dieser Tiger's Fury, um den Mob chargen, in genau die weiteste mögliche Entfernung zu kicken. Und zwar so, also es gibt auch Leute, die sind dumm. Wenn die sowas sehen, dann kicken die den nach da. Damit die sozusagen so einen Meter gewinnen. Hier ist die Fläche. Hier ist die Fläche. Hier kommt das Ad. Die kicken das Ad nach da, damit er diese Fläche nochmal laufen muss. Dumm. Weil von da bist du nicht in Melee-Cleave-Range. Wenn du dich aber so hinstellst, schnell, und den dahin kickst, bist du automatisch wieder in Cleave-Range und ohne, dass die DDs sich bewegen müssen. Und die haben eine maximale Uptime und noch maximale Entfernung von dem Mob, statt hier gegen die Wand gekickt zu werden. Also stehen bleiben. Ich meine, zur Not kannst du machen. Wenn du schnell genug bist, machst du es halt so. Gilded Claws, habe ich keine Kontrolle über, aber zack, und Knockback. Nach hinten. Ab jetzt, also das müssen die töten können dann. So, Dispel wieder. Und gleich kommt wieder Dings. Ich fange gleich an zu wieder zu hotten. Ich sehe gerade meinen Debuff nicht da. Ich fange an zu hotten dann. Bam, bam. Ich glaube, da nutze ich auch so meine Trank, glaube ich. Ja, ich nutze meine Trank. Ich nutze meine Trank auch wirklich pre. Eine Sekunde vorher. Damit die Leute sofort getoppt sind dafür. Bam, der kriegt noch einen Ironbark. Perfekt, ey. Der kriegt noch einen Ironbark vorher, weil der low war sogar. Efflo rein. Dots applyen, beide Dots drauf, Rip ist noch drauf, Rake kommt noch drauf, habe ich noch genug Zeit? Okay, jetzt baue ich hier vierter Kombo-Punkt auf, fünfter Kombo-Punkt, ne, mache ich nicht mehr, pass auf. Dots drauf, ich gehe rein, habe noch 9 Sekunden, ich will es nicht klippen.
baue Kombo-Punkte auf, add spawned und bei 4 Kombo-Punkten möchte ich nicht noch ein GCD oder noch 2 GCDs, brauche ich ja nochmal ein Kombo-Punkt applyen und dann noch einmal GCD, um meinen Finisher zu machen, aber das Add ist schon da. Das heißt, ich entscheide mich bei 4 Kombo-Punkten zu executen, statt bei 5, damit ich das Add so schnell wie möglich CC. Und ich entscheide mich dagegen, Rip zu applyen. Der läuft 25 Sekunden und der alte ist noch 5 Sekunden drauf und der Boss ist kurz vorm Sterben. Also werde ich beißen, glaube ich. Ja, ich habe ihn gebissen. Also beißen macht da mehr Sinn, als nochmal Rip zu applyen, weil der Mob einfach nicht... Du hättest nur die Hälfte der Zeit gehabt. So, und dann cast ich direkt einen Entangling Root. Bam, ist gerootet, wird sogar gestunt von Arandana, weil Arandana eine geile Sau ist. Und jetzt kommt es drauf an. Ich apply noch einmal Sunfire bei einer Sekunde left in dem Pandemic Window. Ausrufezeichen Pandemic in den Chat. Und dann wisst ihr genau, wann ihr refreshen müsst. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig, ne? Es sind noch ungefähr 13 Sekunden, glaube ich. Kriegst du es noch oder nicht? Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir nochmal soaken. Also Tyra nicht zumindest, die anderen beiden glaube ich nicht. Ne? Und deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt schon hot oder sill, aber ich route den nochmal, stelle eine F-Lo hier hin, fange wieder an zu hotten, dispel den. Ja, und ja, wir gehen glaube ich noch los, oder? Ja, ich weiß auch nicht, siehst du, gehe ich jetzt drauf als Katze und committe meinen Damage, um wirklich vor dem Ding zu machen? Oder spiele ich lieber safe und sage mir, komm, scheißegal. Und ich glaube, ich spiele lieber safe und Tyra auch, ja? Wir beide, ne, reicht nicht aus, lieber committen und ich hotte schon wieder vor alles. Bam, 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 hätten wir nicht machen müssen, weil auch unseren Schaden wäre gestorben. Ne, Tyra? Wir beide hätten einfach bedienen müssen in dem Moment. Aber nochmal, wir machen das alles mit 3 Jahre Pause. Wenn du es in 1 durchlaufen lässt im Key, dann kannst du nicht immer perfekt reagieren auf die Stufen. So, ich weiß, dass von oben das Feuer gleich kommt. Ich gucke auch... noch gepasst. Auch hier, das Erste, was man macht. Leider beim DH, den DH erstmal save. Normalerweise würdest du den Sunfire applyen. Wann apply ich meinen Sunfire? Airflow ist nicht nötig. Die Airflow war überflüssig, brauchst du nicht hier. Aber Sunfire ist drauf, Moonfire, 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 noch ein Hot. Moonfire, letzte, alle Hotzen da. Ich gehe rein, Rake, Rake. Ne, ich mache nicht Rake nicht mehr. Ich mache hier Swipe, oder? Ich swipe die ganze Zeit, okay. Rake macht keinen Sinn mehr. Bei 4 Targets swipen. Rake macht keinen Sinn mehr. So. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblings. Lieber sicher als Entschuldigung. Ja, ist. Ist okay, Tyra, bin ich bei dir, ich habe ja genauso entschieden. Was andere wäre Vibe gewesen, so hätte der Kampf halt 3 Sekunden länger dauert, who cares. Jetzt kommt ein Pack. Die kleinen Ads jumpen rum. Und auf einem 17er leben die so lange, dass sie exakt 2-mal chargen. Und das 2. Mal chargen, wenn die kurz davor sind zu sterben, mit 100% mehr Damage, weil sie da enragen. Deswegen sollte man auf jeden Fall klippen hier. Was du machen kannst, ist, du kannst hier oben rechts rein, hierhin als Demon Hunter so doppeljumpen. Also du kannst da hinspringen als Tank. So, hier, da. Ich versuch's nochmal eben. Ich hab's nur einmal kurz gemacht, damit ich jetzt eine Stunde danach das nochmal erklären kann. So wie ich das gemacht habe, nur in geiler. Und ich sehe, dass Tyra das nicht klippen möchte. Und dann gehen bei mir alle Alarmglocken an. Oh fuck, Jesus Christ. Ab jetzt muss massiv hier. Guckt euch den Raid Flame an, da ist nichts los. Aber jeder Heiler muss sich jetzt massiv in die Hose kacken, weil hier wird gleich Damage kommen. Was mache ich hier? Vortex. Ich habe gerade, also ich habe gemerkt, so, oh, der klippt das nicht. Statt den Katzen zu gehen, nach vorne zu laufen, laufe ich wieder zurück und mache einen Vortex rein, weil ich sehe, oh no, no, no. Oh no, no, no. Vortex rein, weil, wenn die jetzt chargen, die sind kurz davor zu enragen, würde ich sterben. Vortex rein. Okay, kam sogar kein Charge durch. Trotzdem, better safe than sorry. Heil alle voll, weil ich voll im Panikmodus bin. Pff, hat sich beruhigt. Purgen brauche ich den auch nicht mehr, Susan. Hier, jetzt weiß ich, okay, jetzt fange ich schon an, voll zu hatten, weil ich weiß, es gibt nicht, ne? Tyra geht nicht und für mich ist so, no, no, no. Fang sofort alles an zu hotten, Brody, die jumpen gleich. Ich habe keinen Vortex mehr. Was mache ich jetzt? Ich bin der Einzige auf Range. Die werden alle auf mich springen, weil die anderen Midi-Range sind. Bam. Bevor der erste Jump kommt, habe ich hier schon meinen Barkskin aktiv. Perfekt bei 10 Sekunden. Sofort drin, weil ich weiß, ich krieg auf die Eier. Ich werde mir alles geben, was es kann, weil die chargen und die Wahrscheinlichkeit, dass einer Doppelcharge mit Enrage ist sehr hoch. Ich heil mich schon, ich habe meine Maus über mir hier. F-Low so, dass wir einigermaßen alle davon profitieren. Die sind jetzt alle, okay, da, Ella Enrage, der hat gerade gecharged, das ist fein. Aber die chargen mich, glaube ich, an. Okay, die haben mehr Bier angecharged, warum? Oder ist er an Mili gestorben? I don't know, actually. Entweder wurde der, ist er runtergekommen und wurde gemilied, oder der hat den, der war schon... Die haben den angecharged, ne? Ne, ich habe keine Ahnung, aber das kann, dafür kann ich nichts. Dafür kann ich nichts. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. War kein Argo? Okay.
Das kann sein, dass er dann nicht im Midi-Range startet und dann. Es ist, die chargen eh random. Also es ist nicht unbedingt so, dass sie nur auf Range chargen. So. Ich sag ja, ich habe meine Vorkehrung getroffen. Ich habe hier Bark, ich bin voll live. Alle haben Hots, alle. Ja. Und jeder DD musste dann selber entscheiden und zu wissen, die chargen und muss dann CD ziehen. Blurnet gezogen, ja. Einfach Anlage, genau. Ich glaube, Akku ist keiner gestorben, nur zwei Schildwäsche. Ja, ja. Akku, du hast Akku gehalten ohne Ende, das war kein Problem. Also auch mehr Bier-Situation, ich als Heiler personal geht nicht. Also One-Shots kannst du nicht heilen, deswegen ist das die von mehr Bier. Ich finde es auch cool, dass die Leute von dem Key von gerade eben noch am Start sind, alle. Ne? Kriegen dann Haltung, okay, bei ihm war es dann halt unlucky. Der kriegt noch eine Swiftman ab, der, ich wollte ihn gerade retzen, aber dann der Release, ist okay. Und jetzt ist für mich wieder easy, kein Problem. Den Rest noch Midlights hoppen und dann, hier gucke ich. Was passiert hier? Ich sehe, er hier hat 8 Sekunden noch Castzeit, der hier hat noch nicht gecastet und castet sofort los. Und ich sehe, dass nur noch Execute und Merbier Interrupts haben. Merbier ist aber auf Release und ist gerade irgendwo in Uganda McDonald's Pommes kaufen. Das heißt, Executes muss sich jetzt entscheiden. Er wird wahrscheinlich den kicken. Das heißt, der wird dann in 8 Sekunden wieder ready. Aber Titan Slayer und Arandana haben in 7 Sekunden ready. Das heißt, hier ist es fein. Ich bin trotzdem alarmiert, dass ich meinen Triggerfinger auf meinen Typhoon habe. Dass wenn wirklich die 0,1 Sekunde davor noch nicht gedings ist, dann würde ich die halt knockbacken. Aber sonst anderes, sonst kann ich Damage machen, ja. Das in diesem Back, in diesem ganz kurzen Backpedal war diese Überlegung da. Plus Sooth, weil, why not? Das Interrupted, okay. Und der ist in 6 Sekunden erst und dann sehe ich, okay, passt, ich kann eine Katze gehen, kann Damage machen. Weil Execute hat's ready, jetzt. Und jetzt erst fängt er an zu casten und Execute hat's auch gekickt, perfekt. Für mich als Heiler, ich brauche nichts Knockbacken, ich brauche nichts Taunten, ein Bär oder so, ich brauche nichts mehr heilen. Dann weiß ich, ich kann Damage machen. Obviously, wenn du in hohen Keys unterwegs bist, brauchst du diese, all diese Gedanken nicht machen, weil du deinen Mates vertrauen musst, dass die perfekt kicken, dass die ICDs ziehen und so. Und dann erst kannst du deinen Heiler so spielen, dass du statt sowas wie Vitality Crucible anziehst, weil du weißt, wie viel an Mindestheilung du raushauen musst. Und wenn du das weißt und keine Fuck-Ups heilen musst, dann brauchst du auch auf solche Vorkehrungsmaßnahmen gar nicht zurückgreifen. Du heilst das, du weißt, da kommt der Damage rein, das muss ich heilen dafür, mehr nicht. Wenn jemand verkackt, ist eh One-Shot. Aber für Weekly No Lever Keys und für Packs empfehle ich immer solche Geschichten, die Oh-Shit-Buttons sind. So, hier dasselbe nochmal, ja? Ich bin noch in Katze, ich bin noch nicht Charge Target. So, Explosives kommen. Habe ich meine Vortex dafür? Nee. Oh, es war sogar close, Alter. Hätte nämlich angecharged, ich hätte hier noch eine Sekunde, ich hätte da Vortexen können. Die Airflow war auch überflüssig, aber wir pullen da jetzt gleich, pull ich, mal gucken, was ich da ziehe. Ich gehe in Katze, Rake, doch nicht. Wild Growth plus Airflow, okay. Die sind einfach so schnell tot, da braucht man nicht großartig viel machen. Hier, okay, da habe ich jetzt schon, da habe ich meine Airflow, da habe ich meine Dings gepackt, ne? Die sind einfach sofort tot. Aber hier, da packe ich meinen Vortex rein. Und zwar so, dass ich, seht ihr das? Dass die möglichst größtmöglich, also ich hätte das dahinter placen können, aber es wäre Max Range gewesen. Da reicht es aber, weil da ein Siegel kommt. Die werden gesiegelt, bam, und sind in der Vortex drin. Und wenn die jetzt auf mich chargen, bam, siehst du, Charge, da noch ein Charge. Alles easy, gar kein Problem. Noch ein Charge, das ist fein. Und hier wieder aktiv. Für die Charges, die dann durchkommen, weil ich weiß, jeder Saurit hat ein Stack Charge. Und jeder Saurit hat auch einen Stack Vortex. Das heißt, wenn alle fertig sind damit und dann der nächste Charge Cooldown kommt, dann erst ziehe ich meinen Bark Skin. Nicht gleichzeitig, weil am Anfang brauchst du es nicht ziehen, denn mindestens ein Charge wird durch den Vortex eh abgefangen. Und der wird erst so spät gezogen, dass er jetzt für den Rest der Dauer ab ist. Und deswegen kicher ich auch so, weil ich dachte, ich werde euch gleich sagen, warum ich welche Keys so drücke. Muss weg bis später. Hau rein, Sophia! Spiel kann süchtig machen, was? Worum geht's? Gamble? Nicht gamblen, nein, nein. So, dann laufen wir hier hinten hin. Okay, hier ist kein Problem, ne? Skyscreamer, da brauchst du nichts. Also hier brauche ich nichts kommentieren, weil. Actually, langweilig ist weg. Brewmaster gibt's leider nicht, aber es gibt Stacker Guide. Ausrufezeichen Stacker. Auch hier, Dots applyen, Bleeds applyen, gutes. Susan brauchst du nicht. High Keys obviously, aber hier nicht. So, der Boss.
Der Boss ist ein Arsch. Denn man muss den, man kann den auch von unten pullen, macht man auch ein paar Male. Aber hier. Es gibt ja normalerweise spielst du den Boss so, du tankst ihn hier und alle LOSen hier, nicht da. Alle LOSen hier, denn die Kite-Richtung ist so. Wieso ist der Stift so klein? Ja, die Kite-Richtung ist so. Außer die Farbe ist auch kacke, aber mal rot hier. So, clear all, delete. Das ist die Kite-Richtung. Immer zwischen den beiden und du willst immer da innen und da LOSen, weil wenn du nach da LOSst und der Boss dich dann da attackiert, dann läufst, kannst du obviously nicht nach da laufen. Pipiga. Machen immer so viel falsch. Obviously nicht. Bosse können nicht parryen, dodgen. What the fuck? Stell dich hier hin. Da nicht. Punkt 1. Punkt 2. Hier geht das nicht. Weil diese Dinger haben kein LOS. Warum auch immer. Diese Wände gibt es nicht. Da kann man zwar gegenlaufen, aber wenn du dich hier hinstellst und der Boss hier steht, wirst du gefiert. Deswegen musst du etwas anderes nehmen. Und zwar, what the fuck? Ja, ist so, Hino. Das geht nicht. Da wirst du gefiert, hundertprozentig. Und da mittlerweile mit den neuen Skips du auch den Boss von hier beim Pult, was ein Bullshit, LG, ja. Gibt es aber noch eine Möglichkeit, und zwar die hier. Diese Treppen sind auch Mauern. So. Und was du da machst als Tank, statt den einfach hier irgendwo zu tanken, wo die Tür getankt hat, wo keiner weiß, wo man LOSen muss, ziehe ich zumindest als Tank den hier in die Ecke, damit, wenn man LOSen muss, da laufen hin kann und dann nicht gefiert wird. Und beim Anfang ist es halt so ein bisschen doof. So, und dann wird der Erste, der followed wird, oder man macht es auch andersrum eigentlich, man tankt den Tank andersrum, Entschuldigung, den Boss zieht man hier hin und die Gruppe LOS hier, weil sobald der 4 durch ist, rennen und so funktioniert der Boss, es müssen mindestens 2 Leute auf Range sein, dann wird der immer einen dieser beiden Leute fokussen. Es müssen 2 sein. Wenn nur einer rausrennt, kann das sein, dass es müssen 2 sein. Am besten bei dieser Kombination wäre es am besten Tank und Heal. Ja, weil die viele 3 Milis haben und keiner davon will Damage machen. Ansonsten Hunter kann gut kiten, Excel, und solche Geschichten. Mage auch mit Scorch ist okay. Aber eigentlich hätte der Boss so laufen müssen, Boss steht hier, er wird hier unten hingezogen, 4 kommt durch, Tyra jumpt hier hin, ich rushe hier hin, wir beiden sind auf Range und würden mit den ersten 4 den Boss auf die normale Position hier oben hinziehen, um ihn von da aus dann normal zu spielen. Das alles passiert jetzt nicht. Alles davon ist, Hunter kann ja totstellen, darf er nicht. Totstellen und wenn es schon so ist, nicht gut. Der Boss haut fucking harte Schellen zu. Der Dot ist fucking schwer zu heilen. In Low Keys interessiert das keine Sau. Aber in High Keys willst du nicht, dass der Tank zu viel tankt. Du wirst nicht die CDs übrig haben. Du guckst mal gleich. Es ist ein fucking 17er, wie viel Türe auf die Fresse bekommst. Ne? Du willst kein Damage kassieren auf dem Key. Ja. Also der Tank, allein Türe hier schon, wie viel der auf die Fresse bekommt von einem Bleed. Wenn man das inmisst, ich hätte gar nicht mehr, er hätte nicht die CDs und ich hätte auch nicht die CDs in höheren Keys. Es war 19. Ah ja, 19, nicht, ja, ja. Wusste nicht, dass er danach mehr Damage... Er macht nicht danach mehr Damage, Link. Aber er macht in der Zeit, wo er dich eine halbe Stunde verfolgt, kein Damage auf den Tank. Macht Sinn. Nicht, dass er irgendwie einen Buff bekommt, dass er danach mehr Damage macht. In der Zeit ist er nur AFK und verfolgt jemanden. Deswegen will man so viel kalten wie möglich. Und damit auch der Tank wieder... Mind blow. Puh. 19, 17, okay, makes sense. Hat Sense? Okay, macht Sense. Gut. Also, mal gucken, wir haben es gerade umgesetzt. Mal gucken, wie viel wir davon beachten. Tyra tankt den hier. Und jetzt zieht er den irgendwie nach da. Und ich laufe direkt schon in diese Pose, ja? Von dem Bild von gerade eben. Das ist meine Position. Weil wenn du da stehst, kannst du nicht unbedingt durch den Boss durchlaufen. Hier bist du in Range, dass du durchlaufen kannst. Aber ich weiß jetzt schon nicht, was die hier machen. Keine Ahnung. Hier bin ich einfach nur, wer wird gefiert? Ich muss zu Titan Slayer noch einmal, der massiv auf die Fresse bekommt. Und ich weiß noch nicht. Ich so, wer wird gefiert? Weil da ist obviously kein LOS. Du kannst dich, also ich weiß gar nicht, wie die nicht gefiert werden. Was? Die Tankpose ist halt komplett Monkeis. Der Boss war kritisch, ich sag es. Weil
Der 4 ist so. Ich bin safe, ja, aber ich weiß nicht, wo meine Booties sind. Also. Okay, da kommen sie, da kommt der. Oh, da kommt. Okay, hier, komm hier. Pferd und Jump. So. Aber der Meerbier, okay. Er hat es halt nicht gewusst. Ich muss jetzt extra in Range laufen. Das ist nicht geil gerade. Aber der Dispel ist mir wichtiger. Normalerweise wäre meine erste Reaktion, da hinzulaufen, damit ich wieder eligible bin zum Kiten. Aber der Dispel ist mir gerade wichtiger, bevor er da hinten irgendwo 80 Raptoren triggert und wir seinen Damage verlieren. Also ich laufe zu ihm, Dispel ihn. Und jetzt gehe ich auf Range und hoffe, dass ich... Aber nein, ich war der Einzige auf Range. Alle anderen sind im Melee, weil der Tyrann natürlich wieder im Melee ist, statt mit mir draußen zu stehen. Das heißt, er pickt sich dann nur einen in den Melees aus. Das ist dann Meerbier. Und ich weiß actually nicht, was er macht. Okay, er charged hoch. Gut. Jetzt passiert irgendwas, wovon ich keine Ahnung habe, warum es so passiert. Und zwar, Titan Slayer doch wieder die Aggro. Das ist ein Bug, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier, Meerbier läuft, aber der Boss attackiert Titan Slayer. Und Meerbier denkt sich so, hier, ich denke mir auch so, hä? Moment, wir gucken uns beide so an, so. Ja, dann geh wieder hin. Okay, alles klar, ich geh wieder hin. Und was macht der Boss? Bumm, er frisst ihn. Solange das Fixate auch das Initial Target ist, solange das Fixate noch läuft, was eine Art Chaos Bar ist, wird er den trotzdem fressen. Und I don't know, Alter. Der Chaos Bar komplett scuffed einfach. Wir gucken, ja, dann laufen wieder, ja, okay, und dann, yo. Er frisst ihn trotzdem und das krieg ich nicht geheilt. Also, ich bin selber. Kannst du nichts machen. Okay, so. Was passiert jetzt? Ich bin in Katze, weil im Moment kommt nichts. Ich muss halt gucken, dass ich gleich. Eigentlich müsste ich schon ein oder zwei Hots haben, weil er kriegt gleich den nächsten Hit ab. Da bin ich gerade zu Damage geil, weil ich noch den Hotdown möchte. Eigentlich, ja, er hat den Debuff jetzt schon und ich fange jetzt erst an zu horten. Das ist way too late. Das machen 90% aller Druiden so und ich möchte euch sagen, wie man es nicht macht. In Highkeys ist das zu spät. Der muss schon alle 6, 7 Hots drauf haben. Das kriegst du sonst nicht geheilt. So, und jetzt hier, ich bin richtig am Ausrasten. Bark, Swiftman, die beiden dicksten CDs, die ich habe, sofort. Vitality Conduit, der dickste Heal, HPS-Punkt. Ich bin am Ausrasten auf dem Ding. Und er kriegt trotzdem aufs Sack. Hier. Habt ihr es gesehen? Da ist das dickste drauf, was ich ihm geben kann. Der kriegt. Er stirbt fast trotzdem. So. Bam, 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 bam. Regrowth, regrowth. Terrifying Visage. 3,6 Sekunden. Ich stehe falsch. Was mache ich eigentlich hier? Ich stehe falsch. Komme ich noch darüber? Habe ich noch Tagesversuch? Okay. Katze ich darüber? Ne, mache ich nicht. Ich verstecke mich hier. Okay, dann muss ich aber durch den Boss durchrushen und auf Range sein. Bevor er jemanden targetet. Ich bin schon in Katze. Okay. Ich bin schon in Katze. Hab den Tagesversuch schon oben. Und lauf dann. Bin auf Range. Und ich werde auch verfolgt. Mission geschafft, Leute. Alles gut. Alles gut. Und ich kann auch sagen, komm, jetzt verpisst euch mal aus dieser Monka S-Ecke da hinten. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Macht ein bisschen Damage. Ein paar Wrathes, ein paar Rätze, noch mehr Bier nebenbei, weil ich den da nicht allein lassen wollte. Gucke, dass ich nicht da durchlaufe. Eigentlich wäre es klug gewesen, da durchzulaufen. Okay, das ist ein Fehler. Eigentlich willst du da durchlaufen, weil der Boss wird die E-Trigger, wenn er durchläuft. Und die Mobs brauchen ein bisschen, bis sie attackiert werden können. Wenn ich den früher getriggert hätte, dann wäre der 1:1 auf demselben Frame oder auf demselben Hitbox wie der Boss und der Tank hätte es einfacher, die einzusammeln, statt dass die erst getriggert werden, wenn der Boss rüberläuft und dann Titan Slayer in dem Fall genötigt ist, Gleben auf Range zu werfen und die dann dumm einzusammeln. Also ist es sogar Big Brain beim Laufen, die Dinger aufzumachen. Merke ich mir fürs nächste Mal. Ne? So, dann wird bleibt der Boss da stehen. I don't know what that is. Ah, jetzt läuft er weiter. Ach, da ist er. Ich habe gedacht, da ist das. Okay. So, ich dort noch ein bisschen und ich muss ihn jetzt wieder anfangen zu heilen. Ich bin viel zu Damage geil, ja? Dasselbe Problem wie gerade. Okay. Zumindest habe ich genau dann angefangen zu hotten. Als er noch 100% hatte. Regrowth drauf. Lifebloom drauf. Vitality Conduit auch wieder drauf. Und ich glaube, einen Swift habe ich auch noch drauf. Und ich glaube, Trinket sogar auch. Ich weiß nicht. Flow auch. Wichtig. Bam. Aber wir müssen eh... Okay, hat gereicht. Er hat das gut ausgehalten. Normalerweise kriegt er auf den Damage. Und nochmal, wir... Lossen auf der Innenseite, weil wir innen nach hinten kiten müssen. Wenn du da hinten stehst, hast du einen Arsch offen. So, ich gucke, ob jemand gefeiert wird. Ja, okay. Und das ist Titan Slayer selber. Monka S, wenn er die Treppe hochläuft und der Boss den verfolgt, ist Reset. Dumm. Ich laufe also hinterher, sehe, dass ich nicht mehr schaffen würde, weil er zu weit weg ist. Backpedal dann wieder raus, weil ich derjenige bin, der auf Range sein will. Weil das lohnt sich nicht mehr. Der hat noch eineinhalb Sekunden oder so left.
Hier? Na, brauche ich. Dann, was soll ich die Treppe hochlaufen? Bringt nichts. Dann dort dich auf Range. Den hätte ich auch nicht mehr geschafft. Und er wird gefressen. Weil der Titan Slayer selber verfolgt. Und da ist aber Arandana. Da ist Arandana richtig, richtig. Ich weiß auch nicht, wie du da gefit worden bist, Tyra. Actually. Was hast du da gemacht? Was für ein Plan? I'm trying my best, dude. Frag Tyra, der ist doch hier. Wollt so laufen, dass nichts getriggert wird? Achso, okay. Die Ecke hat dann noch. Achso, okay. Hat er durchgeatmet. Da wird der Titan Slayer gefressen auch. Also hat er nicht, wurde er nicht nur gefeiert, sondern ist, hat sich auch noch fressen lassen. Aber Arandana ist da. Ja. Und sofort, bam, Bob drauf. Okay, Moment, jetzt. Und ich habe auch gesagt, Tyra kriegt sein Fett weg. Der kriegt sein Fett weg. Also, was macht Tyra falsch? Er tankt den Boss falsch. Er lässt sich fieren. Er lässt sich fressen. Kriegt dann noch eine fucking Bob. Vergesst aber die Bob zu canceln. Sodass, wenn er rausgelassen wird, Executes ein Milliswing, zwei Milliswings, drei Milliswings abbekommt, weil Tyra die fucking Aggro nicht hat. Du hättest wenigstens. Was? Du hättest wenigstens in den letzten 4 Sekunden, wo du Bob hast, taunten können und dementsprechend 3 Sekunden Tauntdauer, 3 Sekunden Restzeit vom Bob, die Aggro mehr oder weniger forcen können auf dir. Es kommt einfach gar nichts und Executes raff. Es sind so viele Sachen, die. Moment passieren. Mega gut. Ich will dich nicht schütten, Tyra, um Gottes Willen. Tyra ist kein Tank, Leute, ne? Also, Tyra ist ein extrem starker Spieler und ich will auf keinen Fall respektlos sein, aber in dem Fall waren es einfach 4-mal vollkommener Dünnschiss. Taure, wir rennen halt, okay. Warum hast du so wenig Mastery? Ich hab nicht mehr. Ich würde mehr anziehen, ich hab aber nicht mehr. Ich würde gerne mehr. Lass den Tyra-Dog, er tankt nicht so oft. Was macht er dafür besser Damage? Ja, ist doch in Ordnung, Nere. Ist ja, das hab ich doch gerade gesagt. Ich glaube, Tyra tankt das erstmal. Nein, nein, nein. Er ist einfach nur nicht so erfahren. Ist okay. Bob Gänse ist nicht mein Repertoire. So. Aber man hätte das einiges. Also, komm, ist doch nur Spaß. Ich mache nur Spaß. Es ist auch wichtig für andere Tanks eventuell das zu sehen. Tyra ist, um Gottes Willen, nicht respektlos sein. Tyra ist ein extrem starker Spieler. Ich bewundere es, ey. Wenn ich seine Streams gucke. Du hast eine große Penis. Lockenschan. Bogo Hashtag BoostMilkKnowledgeD. I'm doing it right now, dude. Okay, selbe Prinzip, ja. Ich erlöse als einziger da, wo es richtig ist. Und ich bleibe in Range und versuche, dass er mich verfolgt. Und er verfolgt mich. Let's go. Habe ich ein bisschen Glück gehabt. Und Arandana hängt 13 Augen, deswegen kriegt er noch einen Swiftman von mir. So. Wichtig ist, hier ist Fixate, die Dauer. 11 Sekunden. Bei dem Boss ist es so, dass er bei 4 Sekunden schon aufhört, dich zu verfolgen. Du darfst aber das nicht für voll nehmen und nicht in diesem Window in ihn rein. Der frisst dich trotzdem, was gerade mehr Bier passiert ist. Bleib also die vollen 10 Sekunden out of Range. Das Einzige, was gefährlich ist, ist, dass du, bevor der 4 kommt, wieder auf die Position musst. Aber es ist kein Problem. So, er bleibt hier gleich schon stehen. Hier, seht ihr? Er geht jetzt. Habt ihr gesehen? Er geht drin um. Du musst trotzdem noch abwarten. Immer noch warten. Jetzt kannst du jetzt wieder ran. So, und ich weiß nicht, wie der Tank das da tankt. I don't know. Normalerweise müsste er sich hier hinstellen, damit wir da alle essen können. Jetzt. Da ist er auch tot. Komm, ist egal. Komm, Boss ist tot. Alles gut. Aber ich krieg dann Debuff. Uff, Swiftman drauf. Uff, okay, ist tot. Alles gut. Guck mal, Boss, aber ist ja gut. So, das war auch die einzige Situation, wo du dein Fettdeck bekommst. Ich habe auch gesagt. Das haben wir wohl beantwortet. Nein, okay, das habe ich schon gesagt, dass ich in dem Fall Tyra auch mal ganz kurz reinwürfe. So, gut. Damit haben wir das schon hinter uns. Loot nicht vergessen. Was für Loot wurden? Es sagt er den Denkfall, dann hält das noch länger an. Ja, dann Swift, genau, dann bleibt das komplett durch. So. Hier, was passiert hier? Das ist ein hartes Pack. Und ich glaube, das lassen wir. Ja, das lassen wir. Hier haben wir Drums gezogen. Das ist ein hartes Pack, weil die Mobs selber hitten schon ziemlich hart. Die Stalker machen Gifte auf den Boss, auf den Tank. Die Shieldbearer machen Shield Bash auf den, der am nächsten zu ihnen steht. Und der große Horror wird, sobald das Totem getötet worden ist, anfangen zu schimmeln. Und dieser Schimmel droppt dann auf den Boden und tötet dich dann. Und deswegen ist das eine Gruppe, wo ich jetzt nicht unbedingt super viel durchdamagen kann. Ich kann einmal Sun feiern, obviously. Ich kann vielleicht ein, zwei Moment feiern. Ich muss dann aber anfangen, auf jeden Fall High Priority Targets zu heilen, wie Tank und die Gruppe. Mal gucken, wie ich es diesmal mache. Regrowth, Wild Growth, alles drauf.
Airflow ist noch ein bisschen out of position, müsste ich noch legen. Ich gebe mir selber mein Life Bloom für Photosynthesis, um es zu aktivieren und hotte dann alle. Weil das Totem ist gleich tot und ich möchte, wenn alles tot ist, ich kann noch nicht genau einschätzen auf 19, wie hart das tickt. Ja, deswegen lieber Safe than Sorry. Ich overhotte alles. Bin selber auf Range, aber ich nie zu nah bei diesen Shieldbashes bin. Da ist ein Shieldbash. Bumm, auf Titan Slayer. Und ich sehe hier zum Beispiel, in 4 Sekunden kommt der zweite Shieldbash. Und da muss halt man, da muss man halt gucken. Da. Bumm. Tschüss, Arandana. Bye bye. Da war halt der Denkmal ganz kurz nicht in Range und Arandana näher ran. Und deswegen ist die Weak Aura geil. Wenn du als. Das ist mir halt schon auch schon. Vor allem das Geilste war es, glaube ich, sogar ein Enrager gewesen. Und deswegen finde ich die Vigora so geil. Wenn du siehst, was der Cooldown ist, dann weißt du, wann du kiten musst, weil obviously musst du hier kiten, ein bisschen aus diesen Flächen. Und wann du halt dir einen Mann stehen musst und sagen musst, komm, ich warte den Steel Slam M ab, warte so lange im Gift. Oder min-maxe das halt. Aber in dem Fall wissen aber viele nicht. Also, deswegen sage ich es ja. Gut, so, dann sind alle gehottet. Ich sehe, dass das hier kaum Damage macht auf die Gruppe, deswegen fange ich wieder an zu dotten. Gehe auf die Explosive hier oben, weil die sind alle hottet, der macht kaum Schaden auf non-fortified. Ich habe einen Fail abbekommen, Swift minte das weg. Easy peasy, deswegen habe ich auch vor dem nächsten Pack nicht mehr so viel Angst, weil das macht nicht so viel Schaden. Ja. Das Einzige, was hier dabei ist, auch wieder ein Schildbearer. Witch Doctor macht, wenn der Cast durchkommt, viel Schaden, aber hier alle Hots. Dots. Der kriegt Midnight-Hot, Airflow steht, Vortex steht. Warum steht dann Vortex? Ah, ich glaube für die Vortex-Typhoon-Interrupt-Kombo. Also, ganz kurz um die Kombo zu erklären. Du stellst einen Vortex so, dass die an dem Rand von dem Vortex sind und wenn jemand was castet, kannst du den raus-Typhoon oder kannst du Typhoonen, damit er diesen Cast durch diesen Knockback interruptet. Und dann fragt man sich, hey, warum machst du einfach nicht nur Typhoon? Ich möchte nicht ein Assi sein und wenn da Blizzards liegen oder Flamestrikes und die Leute halt Midrange sind, möchte ich die nicht aus irgendwelchen Scheiß rauskalten oder Death and Decay von einem TK-Tank, Thunderclaps, wie auch immer. Das ist alles in Midrange und dann kann ich doch einfach Vortexen, Typhoon, die kommen automatisch wieder zurück in demselben Frame und keiner hat gesehen, dass es überhaupt jemand gemacht hat. Das ist der Grund, warum man es immer so macht. Hier, Vortex ist drauf, Explosive kriegt doch einen Mondfeuer, bam. Ich gebe mir jetzt einen Inner Veil plus Trinket wahrscheinlich. Ja, Trinket auch. Und fange jetzt wieder an, voll durchzuhorten. Bam, 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 bam. Weil Chanchuli Witch Doctor wird gleich enragen und casten. Der macht schon die Steel Stamps auf dem Tank, hoffentlich. Und der Horror wird anfangen zu casten. Aber eigentlich brauche ich es nicht. Ich mache es nur einfach ein bisschen, um die Flow reinzubekommen. Spring die ganze Zeit wie so ein Irrer, damit diese Pfützen auf dem Boden. Ja, so ein bisschen Damage kommt rein. Execute. Was hat denn Execute da gefressen, Alter? Der Venom Blast, kam der durch? Enraged oder was? Shield Bash. Nein, Venom Blast war es, der kommt durch. Bam, bam. Arandana, Merbi, habt ihr beide noch kicken können? Pipo Fingers. So. Dann, ich habe hier Sooth ready in 4 Sekunden, ja? Aber ich soothe nicht den Shieldbearer. Hätte ich machen können, aber der ist eh tot und der ist viel wichtiger. Der darf nicht enragen. Deswegen entscheide ich mich hier ganz auf. Hier, ich habe ihn mit dem Mouse-Over schon da, kurz vor ready, aber ich nehme ihn wieder ins Mouse-Over, weil ich weiß, der wird jetzt enragen und jetzt wird er auch instant gepurcht, ja? Das ist viel wichtiger als den Scheiß, weil dieser AOE, wenn er auf die landet, mit 100% mehr, ist One-Shot. Wichtig, extrem wichtig. Big Moment, actually. So, alle Hotten. Ja, was soll ich zu den Pillars sagen? Pillars sind halt... Egal, ein paar Dots, ein paar Hots. Ich laufe immer zum Tank, weil ich weiß, wie kacke das ist, wenn du hinten als Heiler stehst und durchburstest. So, da spawnt ein Viech, ja. Ich laufe sozusagen hier am Tank vorbei, damit das Ad, wenn ich initial Akku haben sollte, immer noch in die Immolation Aura, die hier gecastet wird, aber das ist die von Merbier. Actually, ne, ist von seiner. Da ist auch noch ein Siegel, ja. Ich laufe so, dass ich das Ad, was auf mir ist, noch. Guck mal jetzt, was jetzt passiert. High Threat und Akku verloren. Zweitens positioniere ich mich so, dass ich nach oben laufe, sodass, wenn ich den 4 abbekomme, ich mich nicht selber dispellen muss, weil ich automatisch in Kite-Richtung geführt werde. Denn du wirst immer weg von dem dicken Mob geführt. Wenn du dich davor hinstellst, wirst du immer in die Richtung geführt, wo du eh hin willst. Dann ein paar Hots, je nachdem, wer viele Debuffs hat. Titan Slayer hat jetzt 2. Ich dispelle ihn auch, weil Tank ist halt kacke.
Hotte. Die vier selber machen Damage, nicht mehr so viel. Früher haben die mehr Damage gemacht. Ich überlege, ob ich hier noch einen Vortex gleich lege. Mache ich aber nicht, weil das kann bedeuten, dass Ranch Flash auf ein anderes Tage kommt. Ich habe hier noch einen Dings ready, Iron Bark. Er hat drei Stacks. Gebe ich ihm Iron Bark? Ich gebe ihm Life Bloom, okay. Hier muss ich entscheiden, wen ich dispel. Ich stehe schon richtig in die Richtung, wo ich gefeiert werden will. Arandana oder Meerbier? Ich mag Arandana mehr. Einfach irgendein DD, Gottes Willen. Ich dispel ihn und laufe so, dass ich halt in die Laufrichtung. Ich habe sogar kurz Katze gemacht, damit ich noch schneller bin. So, was jetzt hier passiert, ist ein bisschen weird, ja? Arandana, achso, hier ist schon tot. Wait, was? Da schon? Moment, ist es da? Bam. Was passiert hier? Was? Was passiert hier? So, eins. Fast. Fast. Oh, es wäre göttlich gewesen, wenn ich das timetechnisch ausgegangen wäre, aber ich bin kein DJ. Was passiert hier? Also, die Erklärung dafür, Taunt oder Aggro, weder noch. Was passiert ist, wenn der Demon Hunter doppelt jumpt oder sein Siegel nutzt, um zu jumpen und dann über solche Hindernisse springt, kann das sein, dass du unbeabsichtigterweise für 1-2 Frames auf eine Snap-Pose bist. Du verlässt diese Snap-Pose aber auch instant wieder, sodass es kann manchmal passieren. Also zum Beispiel passiert mir das in der Kanalisation direkt nach dem ersten Boss. Da ist ja eine Pillar. Wenn du in der Kanalisation springst, kann das sein, dass du den Boss in die Decke reinsnappst. Weil der Jump ist halt ein bisschen weird. Deswegen jump ich nicht so gern in solchen Sachen wie hier Vertiefungen, Erhöhungen, Verwinkelungen oder so. Auf gerade Fläche ist kein Problem. Und was hier passiert ist, Titan Slayer hat obviously, also ganz, gehe ich ganz, ganz stark von aus, hier oben auf der Treppe irgendwo einmal nochmal gejumpt einfach, damit der hinten weg ist. Aber in diesem Frame war der ganz kurz auf der Snap-Pose. Samrek hat ihn dann gar nicht mehr in der Aggro-Liste. Der verschwindet einfach aus der Aggro-Liste und hittet obviously den nächsten in der Aggro-Liste. Und in dem Fall war das halt Arandana und ist lustig. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich habe extra nicht mal geguckt, was es war, weil es einfach so schnell ging, aber es war auf jeden Fall ein Midi-Hit. So, eigentlich habe ich eigentlich alles erklärt. Also den Rest ist nicht so viel, was noch passiert. Doch, den zweiten noch. Bis zum Tod von Arandana, bis zum nächsten Tod von Arandana machen wir noch. So. Hier weiß ich, dass wir das Pack machen werden. Auch das Pack ist jetzt noch mal schlimmer als die Packs gerade eben, weil, was ist an diesem Pack so schlimm? Die Ads, die AOE machen. Warum? Weil, wenn der Enrage 100% mehr macht, kann das One-Shot sein. Warum ist das jetzt auch immer schlimmer? Weil zwei Ads davon hier sind in diesem Pack. Das Pack spielt man eigentlich nie, weil das viel zu hart ist. Aber who cares? Wir haben einen dicken Tank, wir haben einen dicken Heiler. Nur ich weiß, das ist das Wichtigste beim Heiler. Du musst wissen, dass dieses Pack fucking hart ist. Zwei Terror. Mal gucken, wie ich das halte. Ich weiß es actually nicht mehr, ist schon zu lange her. Ich bleibe in Katze. Versuche einmal zu raken. Schnell, mach ich nicht mehr. Ich bin schon draußen, ne? Venom Blast. Titan Slayer gekickt. Und ich fange jetzt gleich an zu. Ja, da ist eine Flo, wo ich auch noch drin stehe. Bam bam. Hot. Und jetzt geht's schon los, ne? Geht schon los. Und jetzt bei mir alle Alarmglocken an. Guck mal, meine HPS. 50k. $100k. $135k. Ach, schon tot. Ich hätte noch mehr rein, also ich hätte noch eine Gelassenheit. Die Gelassenheit hätte mich auch 170k rausgehauen. Ja, es war alles drauf. Aber brauche ich nicht. Dafür lebt das nicht so lang. Ja, aber du musst halt. Guck dir die DPS aus der Hölle an. Hier, ja, deswegen. Titan Slayer einfach mal reingehackt hier. Good job, ey. Reibt die Salami. Bam bam hier. Richtig gelassen, ja, ohne Gelassenheit. So, hier, ich bleibe in der Nähe von dem Mob, in der Tanknähe und laufe nicht direkt raus, damit die Initial-Aggro von den Ads, von dem Ad über Dings übernommen werden. Ein paar random Hits, weil mehr Bier da rein jolot. Da ist noch eine Explosive, die wir glaube ich nicht machen, actually. Doch,
Oh, Arandan hat noch einen Hammer angebrochen, habt ihr gesehen? Big. Hier gebe ich ihm wieder eine Iron Bark, weil es macht gut Schaden. So, dann 0,7 Sekunden noch. Was mache ich hier? Ich sehe, Executes hat einen Kick ready. Ich weiß aber nicht, ob er in Range ist. 0,7 Sekunden. Was mache ich? Bam, Bär. Der Hit trifft mich im Bär. Und kann mich dann actually selber decursen. Ne? Decurse mich dann hier. So, dann Explosion sehe ich. Hätte dann noch LOSen können. Da sehe ich eine Explosion. LOS ich die. Wollte ich eigentlich dahinter LOSen. Ich sehe dann aber in dem Moment. Oh! Der geht wieder auf mich. Ich sehe es einmal hier. In den Zahlcast und ich sehe es da. Und ich denke mir so, okay, mein eigentliches Ziel war, da zu erlassen für die Explosive, weil die wahrscheinlich CBN werden. Alarm, 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 Alarm. Brrr. Katze. Aber Arandana, Bodhi. Bodhi Arandana hat mich gerettet. Nächste Gefahr. Wir sind noch nicht vorbei. Wir sind noch nicht vorbei. Was passiert hier? Was seht ihr hier? Was seht ihr hier nicht? Ihr seht hier einen Kreis, der anfängt. Ihr seht hier irgendwie einen komischen Kreis. Was ihr nicht seht, hier ist nichts. Hier ist alles okay. Pustekuchen, hier ist noch ein Kreis. Das sehen, ne, die Leute, die haben, ich hab das nicht gesehen. Digga, du siehst das. Ja, auch hier, lauf dann außenrum. Obviously ist das dumm zu sehen, aber drängt dir den Kreis einfach weiter. An da den Kreis nicht. Doch, siehst du immer. Kannst ihn denken. So, und der Rest ist Geschichte. Okay. Der Boss ist actually jetzt Makro an der Stelle. Achso. Richtig. Hier habe ich angefangen, einen Makro zu bauen für Ad Cursor. Ich habe das schon vorgeschrieben im Chat, damit ich das nicht hier noch schreiben muss. Airflow. Da Curse Airflow. Und dann ging schon der Debuff los und habe ich mich nicht mehr getraut. Dann habe ich abgebrochen. Ich kann es nicht unbedingt 19er Trinical bei dem Boss anfangen, Max zu schreiben. Das geht. Nee. Ich stelle mich bitte hin, damit ich in Heal Range A von allen Leuten bin und B den Leap auch einigermaßen angenehm baite. Ich könnte natürlich auf eine Stelle noch hin, dann hätte ich aber die beiden nicht. Also als Heiler, als Tank stell dich zu einem der Totems, am besten zu dem, der am wenigsten Schaden hat, um ihn zu unterstützen und um auch den Leap nicht so weit weg zu baiten, damit du als Tank nicht hinterher laufen musst, um zu kicken. Aber als Ziel würde ich dir empfehlen, in der Mitte zu stehen. Und ich habe auch alle in Dot Range. So, und ich gucke erstmal, jo, die sind ungefähr alle in derselben HP-Klasse. Ich sehe auch hier nochmal 70, 70 und 70. Und fange dann an zu dotten, ja. Bam, 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 dodge den Dot. Ich weiß, dass er gleich casten wird, das wird interrupted. Gehe hier hin und der hat am meisten von denen. Ja, Stern, ne, er verdient noch einen Rake. Und die Heilung werde ich wahrscheinlich in die Mitte laufen und einmal White Growthen, würde ich jetzt machen. Was mache ich? Noch ein paar Dots. CD, CD, CD. White Growth. Ja, ist schon, macht am meisten Sinn. So. Explosives, Totems. Also einfach den Boss gut spielen, ja. Gucken. Da. Kreis hat noch am meisten Leben. Das wird mir dadurch applied. Da ist ein Kreis drauf, hier ist ein Kreis drauf. Die anderen brauche ich nicht mehr confirmen, dass sie low sind. Die sind schon low. Also gehe ich da voll drauf. Hots reichen. Ich brauche nicht noch mehr toppen. Da ist so eine Expo, die hochgegangen ist. Arschloch, wer auch immer da hinten dran war. Achso, das war der. Okay, da muss ich mit Katze kurz raus, hilft denen noch und ihr seht, das ist das Problem, wenn man umswitcht, dass das sein eigenes dann nicht mehr down geht. Deswegen empfehle ich jedem, und ich habe es schon tausendmal gesagt, ich empfehle jedem, wenn ihr seht, dass euer Totem zu schnell geht, helft nicht den anderen. Das wird zu noch mehr Chaos führen, außer ihr seid geile Spieler, dann ja, aber wenn ihr nicht so M-Plus versiert seid, wartet einfach bei eurem Totem, bis die anderen auf euch aufgeholt haben und dann macht normal weiter. Weil das, was hier passiert, passiert sonst immer. Und ich sehe es auch, das heißt, ich baue noch 1, 2, 3 Kombo-Punkte auf und werde dann, glaube ich, beißen. Ich glaube, ich beiße das Ding. Ja, ich habe es gebissen, damit schnell stirbt. Reanimate, da hinten noch, perfekt, fertig. Jetzt erstmal Stabilität, also die Leute sind low, es ist noch ein Gift drauf und ich möchte Damage machen. Wenn ich Damage machen möchte, muss ich jetzt ganz kurz overhealen. Overhealen kostet viel Mana, overhealen brauche ich Haste für. Ich glaube, ich ziehe sogar, ja, ich ziehe sogar Innervate plus Trinket. Oder Trinket nur, Innervate gar nicht. Doch, Innervate auch. Innervate mit Trinket hätte ich eigentlich kann ich das mittlerweile makronen. Und ich möchte alle voll heilen, ich möchte auch alle so voll heilen, so voll hatten, dass sie auch eventuell für einzelne Dots, die auf den Boden kommen, noch safe sind. Ich will die overhealen, das ist das, was ich will, weil ich Damage machen möchte. Sind alle mehr als safe. Eflo noch auf dem Weg, gebe ich ihm noch einen Eflo auf dem Weg? Ich gebe mir selber eine Vitality Conduit. Ich muss actually noch ein bisschen mehr heilen, weil
So, gut, ich habe ja auch noch. So, da ist ein Apfel auf dem Weg. Kann ich jetzt in Medium Range oder. Immer noch nicht. Er kriegt noch Damage rein. Jetzt kann ich. Hab noch 4 Sekunden, bis er den nächsten Cast macht. Alle sind noch voll topped. Damage machen. Jetzt kommt der Cast. Apfel auf dem Weg. Wild Growth, Apfel auf dem Weg, perfekt. Genau richtig. Und mir selber eine Live-Bloom drauf, damit ich die Apfel oder der Wild Growth nochmal 20% besser tickt. So, dann sehe ich, dass das Titan Slayer anscheinend statt außenrum zu gehen, innenrum geht. Völlig fein, kann man machen. Repositioniere meine Airflow, I guess. Ja, okay, mache ich. Perfekt. Obviously bestätige ich das, was ich mache, weil sonst würde ich nicht so spielen. Es kommt immer so dumm, wenn man sagt, so, ja, hast du richtig gemacht. Ja, natürlich, du bestätigst gerade deinen eigenen Gameplay, Buddy. Aber deswegen ist es auch schön, immer aus verschiedenen POV-Sachen zu gucken, ja, weil das sind meine Gedankengänge und wenn man an anderen Heiler zuhört, warum er sowas macht, lernt man vielleicht was dazu. Wild Growth, perfekt. Ist wieder ready geworden. Flo, kannst du nochmal legen. Warum ist Arandana gestorben? Toxic Pool, linke Rande aus Heat, Grand Illusion. Arandana, du. Okay, okay. So. Eigentlich kann ich den Song anlassen, ey. Der Boss ist eh schon undankbar auf den Nickel und dann noch ein Thing von Beyond. But this guy. Das ist. Rip Arandana, Airflow noch rein, Damage machen, scheißegal, Boss ist tot. Geh schon mal zum Portal, Klicks. Okay. Wir haben geskippt. Normalerweise machst du das Pack da hinten nicht und dann würde jemand hier Death skippen. Aber da wir das Portal haben, ich ank noch, retze noch eben Arandana. Arandana wieder am Leben, Leute. Wir können das Meme wieder ausmachen. Kannst du mal Gelegenheit 5 Masken mal mit einem Holy Priest machen, bitte? Habe ich schon ein Wort davon, ob ich das anschauen kann? Habe ich schon mal gemacht. Ich habe nicht unbedingt Bock, das nochmal zu machen. Ich habe es mal aus Meme-Gründen gemacht, aber ja, vielleicht irgendwann mal. Das hast du mir heute nicht mehr. So, nächstes Pack. Das Pack ist actually nicht geil, weil zwei Schildbärer, beide machen massiven Tank Damage durch den Shield Slam. Beide machen diese Stun-Fläche, oder die Fläche, die man stunnen muss, weil sie sonst minus 75% Schaden machen. Also die beiden erfordern schon viele Ressourcen. Witch-Doktoren erfordern einen massiven Amount an Kicks, die man nicht hat. Normalerweise macht man es auch so, dass man einen Witch-Doktor CC't und die anderen 5 zusammenpult. Und die Shadowblades, die obviously Gifte machen auf den Tank. Also das Pack ist nicht so geil. Und ich bin froh, dass Titan Slayer meinen Tipp von Anfang an berücksichtigt hat. Und gesagt hat, lass uns lieber slow machen statt big, damit wir nicht schweigen müssen. Die Stelle wollten wir skippen mit dem Fischfiest. Das ist nicht passiert, das kommentiere ich nicht. So, auch hier sehe ich, ne? 4 Sekunden, 3, 2, 1, beide werden dann Gifte drauf machen. Da ein. Okay, den zweiten hat er gedodged. Du wartest immer ab, dass du beide Gifte hast. Wenn die so ein bisschen asynchron casten, weil gerade irgendwie gestunt worden sind. Nichts so schlimmer, also Dispel und in demselben Augenblick macht der zweite seinen rein. So, auch bei dem Pack. Eigentlich außer eine Sunfire kannst du nicht viel machen hier. Ja, ein Sunfire, ein Moonfire habe ich rausbekommen. Viel mehr geht nicht, weil die hauen gut zu, die will ich vollhotten. Explosives. So, Executes kann ich decursen. Ich bin ein Druide, ich kann entfluchen, aber nicht da, weil sonst wird der alle anderen hochspringen. Ich möchte es aber nicht auslaufen lassen, kennt ich, das ist eine Sekunde, das ist ein GCD, aber lieber ein GCD von mir als ein GCD von ihm. Er wird hier decursed, charge wieder rein, bam, macht deine Arbeit. Airflow rein, Explosives noch, ist aber tot, kann jetzt ein bisschen dotten. Bam. Und jetzt. Wir haben hier Witch Doctor, der ist schon enraged, der wird kurz enragen. Und ich weiß nicht, ob wir Kicks haben werden, um die enrageden Targets mehr oder weniger zu kicken. Also habe ich vorhin euch erklärt, was man machen kann als Heiler, richtig? Wieso nicht gepreordet hast? Ne, Moment. Wie war es mal mit dem Masterfeld? Was habe ich gerade für einen Trick erklärt? Vortex rein, Knockbacken, damit die wieder da sind und ich dann sozusagen einen Doppelkick machen kann als Heiler auch. Problem? Was haben wir auch gelernt? Wenn der Tank nicht in Midrange ist, von dem Shield Bash,
Dann kriegt derjenige, der es dahinter hat. Wo steht der Tank? Da. Wo steht Arandana? Da. Wo steht der Mob? Hier. Wo will ich gleich den Mob hinlocken? Da. Wer steht nach dem Mob dann in der nächsten Range? RIP, das war my fault. I'm sorry. Ich hab's gut gemeint. Ich hab etwas nicht bedacht. Ich entschuldige mich damit offiziell bei Randana. Das heißt eigentlich an links kicken. Eigentlich gar nicht kicken in dem Fall. Also das müssen die anderen regeln mit Stunts oder so. Knockbacken da ist einfach zu gefährlich. Besser süß. Es ist drei. Oh mein Gott, ist schon 3 Uhr. What the fuck? So. Oh ne, die Musik wollte mir nicht anmachen. Auch hier wieder, ne? Alarmglocken, er snappt nicht. Und dementsprechend, ich weiß nicht, Vortex habe ich noch Cooldown actually. Ich versuche da hochzukommen. Wäre dumm gewesen. Sowieso, will ich ja gar nicht. Und Full Heal, Full Heal Modus. Alles healen. Bam, 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 bam. Bark ist auch an. Läuft da noch 5 Sekunden, ja. Mehr Bier, oh, hat 8 Augen plus 6. Ich habe noch versucht, das Auge zu machen nebenbei. Er kriegt dann Vitality Konto, hätte ich noch ziehen können. Habe ich nicht gemacht. Ist okay, ich muss nicht alles ziehen. Es ist schön, dass ich noch irgendein CD habe für das nächste Pack. Weil auch das wird nicht geskippt. Bam, Vortex kommt aber rein. Ja, Vortex ist jetzt drin. Das heißt, der erste Charge ist egal. Bike Growth müsste ich so schnell wie möglich. Hotte noch. Der kriegt, irgendeiner kriegt noch Vitality Conduit. So, wenn man den nicht snappt und die chargen mit Enrage, das ist nicht, diesen One-Shot. Also ich. Siehst du, was ich als Heiler hier mache, ja? Alles vorbereiten, treffen und dann guckt euch die beiden an. Ich hotte, was ist hier los? Bam! Ist auch, ich kann nichts machen, Brudis. Deswegen snappt man den Scheiß, damit sowas nicht passiert. Okay, weiter geht's. Hier passiert was Merkwürdiges, ne? Der Dude rennt da hinten hin und pullt die Mobs. Das ist auch gut so, dass er das macht, denn man muss dieses, man muss das machen. Eigentlich macht es der Hunter oder irgendwie ein Mage mit Invis oder einen Rogue, der vanishen kann. Er pullt die Mobs weg, damit wir in diese Pille reinkommen. Ja, er macht das jetzt gerade, er macht es sogar echt schon ein bisschen früh, ne? Er muss halt weit laufen, der ist schon da hinten, ja, ist schon in Uganda. So, und ich will jetzt da rein und ich bin im Fight. Wenn dieses Weak-Armor geladen ist, bin ich im Fight. Ich kann nicht klicken. Seht ihr das, meine Maus? Oh mein fuck. Oh mein Gott, die Ads kommen wieder. So. Ich weiß auch nicht warum. Guck mal. Actually, wann komme ich in Fight hier? Wann kommt die Peak-Aura? Weil ich ihn heile. Digga, ich, das war kein Explosive. Komme ich in Fight, weil ich ihn in demselben Moment hotte, wie er gerade in der Zone mit ihm ihr aggroht? Wie dumm ist das denn? Weil er, sobald er unten ist, ist sofort in Fight mit dem Dude. Und deswegen bin ich auch in Fight. Aber nicht lange, nur kurz. Bis der checkt so, oh, der ist ja gar nicht in Fight. Aber zu lange, weil... Die kommen! Oh nein, sie kommen! Und Katze weg! Ich kann nicht, also was soll ich machen? Also actually, warte ich noch, ob ihr jemand anders noch wegpullen kann. Aber ist keiner da, dann muss ich mich entscheiden. Was mache ich jetzt? Ich dann also zur nächsten Haltestelle, könnte man sagen. Und die nächste Haltestelle ist halt hier oben, links oder rechts, ist egal, kannst du aussuchen, sind beide gleich weit weg. Hier. Und dann renne ich davon durch. Und hoffe, dass Titan Slayer halt einfach kalten kann. Ich bin mal durch Sekt in den Pillar Infight gekommen. Ja, ist weird, ne? Du hast gedacht, oder hast vermutet, dass es eventuell die Pillar war, die Dings Explosive Orb war. Es war einfach nur, wenn du in demselben Moment jemanden triggerst, der unten in, naja, anscheinend wird. Dumm, keine Ahnung. Doch gleich Bock auf den TD, bleib auf dem Keks sitzen. Nein, nein, wir machen keine Keys mehr, sorry. So. Wir sind auch mit dem Key fast fertig, perfekt. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich sowas nicht im Key machen kann. Wir haben hier, ich glaube, 90% Pause-Screen und Erklärung und 10% Key. Ich kann das nicht live machen. Passiert einfach zu viel.
So, hier, du brauchst nicht unbedingt raus, weil du wirst automatisch, wenn der Boss gepult wird, wirst du automatisch rausgeholt. Tyra wartet, glaube ich, noch auf mich. Ich habe ihn aber dann on-stream gesagt, dass er pullen kann. Auch hier bin ich in Stealth. Bei dem Boss passiert am Anfang nichts, außer das Erste, was du beachten musst, ist, dass das erste Soulmonger, heißt es, glaube ich, oder wie auch immer, Soulbender, ziemlich früh kommt. Und auch dort, wichtig zu wissen, was passiert. Der Tank kriegt durch Sua massiven Damage. Punkt A. Punkt B, diesen Soul Reaper oder was es ist, wenn die Ads spawnen, macht das Initialschaden und die Ads haben Reflect, das heißt, wenn du die Ads reflectest oder Damage, kriegst du auch nochmal Schaden. Als Heiler musst du, bevor das da ist, muss die Gruppe voll sein. Du musst eine gute Position haben und du musst die Leute vollgehortet haben, bevor das kommt. Mal gucken, wie gut wir das spielen, aber ich glaube, das war ganz gut. Das war fein. Auch Damage dann egal in dem Fall. Ich glaube, ein Curse ist nicht gekommen. Also Tyra ist, glaube ich, einen von diesen. Was heißt Tyra? Eigentlich alle. Einer davon ist durchgekommen, aber nochmal, als Druide kannst du es halt die Cursen, ist ein Curse. So, hier auch, ne? Ich sehe, der Mob ist bei 100 Energie und er wird das gleich casten, deswegen fange ich an. Airflow steht. Da, ich habe noch 5 Sekunden Zeit. Airflow steht. Ich bin auf einer perfekten Position zum Range. Nicht zu weit weg, dass die Midis Probleme haben, zu mir zu laufen. Aber auch nicht zu nah dran, dass das irgendwie ein Problem geben würde beim Kiten. So, und dann hier alle. Regrowth, Reju, Reju, Reju. It's spawnen. Und im selben Frame nutze ich meinen Wild Growth Bomb. Und das war's. Mehr mache ich nicht. Das machen auch viele Heiler falsch. Jetzt brauchst du nicht mehr heilen. Warum willst du die noch toppen? Die werden getoppt, denn kein Schwanz kriegt Damage rein. Mach das nicht mehr. Geh zum Boss, geh in Katze, mach Damage. Bam, Dots drauf. Na, hier, die ticken hoch, es kommt ja nichts mehr. Vorher heilen, danach nicht mehr. Bam, bam, bam. Ich mach die Kamerawinkel so, dass ich immer sehe, wo irgendwelche fucking Spinnen spawnen. Tank kriegt ein bisschen auf den Sack, die beiden sehe ich hier. Er kriegt einen, zwei Hots, Liveblumen, Reju reicht. Geh wieder auf Range, fang wieder an zu hot, 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 hot. Position die beiden explodierten Spinne. Nicht zu weit von den Mobs. Passt. Und Rego. Und dann noch Wild Growth. Airflow nochmal. Airflow hätte ich nicht refreshen sollen in dem Moment. Das war close actually. Bam, mehr Bier mit Decurse von mir. Der Cast kam halt durch. Passiert. Weil keiner von uns war in Range. Und keiner kann auf Range kicken hier. Also wir sind keine Range Kicker, so rum. Also 15 Yards, okay. Und Tyra ist weggejumpt. Weil er den Boss kiten will. Und das ist manchmal so. Also das kann ich ihm nicht übel nehmen, aber meistens machst du es erst nach dem Wreck durch. Er hat ihn fast gewonshottet, den Heiki ist jetzt auch one-shot. Ich kann zum Glück die Cursen, was tickt ziemlich hart. So, und dann auch, ja, ich nutze eine Gelassenheit kurz. Hätte ich nicht unbedingt machen müssen. Ja, aber ein, zwei Ticks. Ich lasse, glaube ich, komplett durchchannel sogar. Ja, nicht ganz durchchannel, weil die Spinnen da kommen. Und dann wieder Damage machen. Ein, zwei Hots auf den Tank. Lifebloom hätte ich auf den Tank hauen können, zum Beispiel. Regrowth plus Rejo, Swiftment. Hat, siehst du, hätte ich von Anfang an Liveblume und Rezo drauf gehabt, hätte mich das 2 GCDs gespart. Ich hätte 2 GCDs mehr Damage machen können auf dem Boss. Man kann sich mal verbessern. Alle Dots drauf, Blitzen drauf, Dots laufen gleich aus. Weiß ich schon nicht, ob ich das track oder nicht. Ja, beide Dots, okay. Auch wieder alle Vollhotten. Irgendwo hinlaufen, wo es angenehm ist. Ich sehe in dem letzten Moment, dass Tyra zu mir läuft. Monger S. Und jetzt muss ich gucken, wo laufe ich hin, wo ist es am angenehmsten zu laufen, da wo die anderen sind, denn du willst sie im Cleave haben. Ich hätte natürlich dahin laufen können, das wäre weiter weg von der Laufrichtung, weil der läuft nach unten, ich laufe nach oben, aber ich sehe, dass da links einer mitläuft, deswegen join ich den Dude. Ja, ist zwar nicht die weiteste Entfernung, die wäre da, aber dumm, wenn du dich dahin stellst. Und dumm auch, wenn du dich dann auf dein eigenes Recht sozusagen verlässt oder sagst, ey, da war aber kluger. Nein, pass dich der Gruppe an. Da ist nicht die klügste Pose, aber da wo die alle sind, dann geh dahin. Und that's it. Ich glaube, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Echos kommen wieder, kleine Spinnen. Da hinten, da, die werden groß gleich. Müssen aufpassen. Krieg ich wieder ein Hot. Diesmal mache ich es, ne? Dass ich ihn vorhatte, damit ich gleich nicht in Notfallsituation komme, weil der Boss macht mit seinem Sewer schon Damage. Vor allem, wenn man Demon Spikes nicht unbedingt damit timed und das parried. Kann da schon gut reinhauen. Auch hier wieder. Ich laufe irgendwo hin, wo ich weder in Spinnen laufen, noch irgendwie in die Laufrichtung des Tanks. Dahin laufen wir auch total dämlich. Und wo ich eventuell, wenn wir gleich den nächsten Spin-Spawn haben, das in dem, also nicht zu, also hier wäre falsch, da wäre falsch, da wäre falsch und da wäre falsch. Hier ist die einzige richtige Position, um alle Faktoren abzudecken. Aber ist hier tot. Das war's. Haben viele Spinnen, ja. Ne? Gut, also.
Ich hoffe, damit sind einige Fragen beantwortet worden, vor allem bezüglich M+. Und das war, glaube ich, jetzt 100% Heiler-Perspektive. Ja. Und wir hatten ja einige Heil-Druiden auch am Start, aber diese Vorgehensweise kannst du ja nicht nur auf Druiden, sondern auf alle Heiler beziehen. Ja. Und ja.